heißt es mal. Selbst in Rage ist Tressella eine anmutige Erscheinung. Dieser Kampf wird ein Spektakel. Ich hoffe, ihr musstet nicht auf uns warten. Schaut. Dank etwas Salbe geht Shinatsus Fuß schon viel besser. Yugao, bitte verzeihen Sie uns, dass wir Ihnen und dem Perl-Clan so viel Ärger gemacht haben. Shinatsu hat versucht, alle Probleme im Alleingang zu lösen und sich dabei übernommen. Ihre Taten haben zwar einigen Ärger verursacht, aber letztlich handelten sie in guter Absicht. Die Königin des Bergkampfs, Dressella, ist wie eine Tänzerin, ständig in Bewegung. Du solltest sie genau beobachten, so kannst du lernen, ihren Attacken auszuweichen. Genau, wenn du immer wieder ausweichst, wird Dressella irgendwann müde und es wird sich eine günstige Gelegenheit ergeben. Hast du Zeit, eines deiner Pokémon in den Kampf zu schicken und deine Stärke zu beweisen? Ich zähle auf dich. Wenn ich kein kampfbereites Pokémon mehr habe, ne, dann muss ich nur noch Gegenstände werfen. Wenn du den Y-Knopf drückst, um auszuweichen, wirst du für einen kurzen Moment unverwundbar. Und kannst so der Attacke eines Pokémons entgehen. Sollte dich also ein Pokémon angreifen, weiche einfach im richtigen Moment aus, um keinen Schaden zu nehmen. Halt, stopp! Ah, verdammt!
Auf damit! Ich esse das mal. Nein! Ach komm. Ist das dein Ernst? Ja, wir können es nur mit Eiszahn versuchen. Wenn wir trotzdem noch dabei ist, falls wir wieder kämpfen müssen noch. Aber ich denke mal, das könnte schon reichen. Haben wir's. Alles klar, Dark. Dann mal gute Nacht und danke, dass du da warst. Ist doch ein neues Pokémon. Es gibt ein ähnliches Pokémon. Riesentafel, geil. Jetzt haben wir 4. Ich denke mal, dass wir wirklich alle Tafeln bekommen können. Und wie gesagt, wenn in jedem Gebiet 2 Tafeln auf uns warten, haben wir schon mal 10. Und ich denke mal, die restlichen Tafeln, vielleicht gibt es auch in einem Gebiet mehr als 2. Oder vielleicht müssen wir auch nochmal in andere Gebiete zurück. Oder vielleicht ist es in der Nebenmission noch eine Tafel zu ergattern. Dieser Steintafel wohnt die Energie des Typs Pflanze inne. Wird sie auf ein bestimmtes Pokémon angewendet, erlangt es die Kraft des Typs Pflanze. Danke, wirklich. Du hast nicht nur Dressella gerettet, sondern auch Hinatsu. Erst hast du Ursaluna beruhigt und jetzt auch noch Dressella. Du bist wirklich unglaublich. Ich bin so froh, dass Dressella wieder ganz die alte, ganz das Alte ist. So ist mir doch am liebsten. Ich will das Pokémon haben, mir gefällt's. Sella. Ohne Scheiß, dieses Pflanzen-Pokémon gefällt mir. Hinatsu, solltest du dich nicht noch bei jemandem entschuldigen? Das ist schon in Ordnung. Wer so jung ist, handelt eben manchmal unüberlegt. Alles Leben berührt anderes Leben, um etwas Neues und Lebendiges zu erschaffen. So steht es in den Ruinen des Trostes geschrieben. Diese Weisheit hat uns sicherlich das ehrwürdige Sinnoh zuteil werden lassen.
Doch selbst ich hatte sie vergessen, zumindest bis mich die noblen Bemühungen eines gewissen Jemands wieder daran erinnerten. Yugao, wir sind ihnen zutiefst verbunden. Hinazu, du musst nicht immer alles auf eigene Faust erledigen. Wir Wächterinnen und Wächter sollten uns auch auf andere verlassen können. Schließlich müssen wir ebenso eng mit Pokémon zusammenarbeiten. Das werde ich. Es tut mir wirklich leid. Von der Frisur her sieht die so aus wie Mars. Also die aus Pokémon Pearl und Diamant. Vielleicht eine Vorfahre. Wenn Yugao damit zufrieden ist, dann brauche ich nichts mehr zu sagen. Nur eine Sache noch, Hinazu. Du bist deinem eigenen Gerechtigkeitssinn gefolgt, das heiße ich gut. Aber erspar mir bitte weitere Lügen. Du brauchst dich nicht zu verstellen. Sollte Dressella wieder Hilfe benötigen, dann hilfst du ihm am besten auf offiziellem Wege. Trainiere gut, damit du darauf vorbereitet bist. Ja, verstanden. Hinazu, lass uns von nun an zusammen das Sumpfland beschützen. Ich werde Perla berichten, dass Ursa Luna durch die gemeinsame Hilfe der Galaktik-Expedition und des Diamant-Clans gerettet wurde. Du hast wirklich gute Arbeit geleistet, Renwell. Heute haben wir uns alle die Hände gereicht. Für mich war es eine vergnügliche Erfahrung. Also dann, lebt wohl. Du weißt, wer ich bin. Diam, der Anführer des Diamant-Clans. Wir verehren das ehrwürdige Sinnoh, das über die Zeit gebietet. Die Zeit ist stets im Wandel. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass unser Zeitalter ein gutes wird. Ohne uns vor Veränderungen zu fürchten. Euch zu helfen fühlt sich irgendwie richtig an. Also, man sieht sich. Danke, Renwell. Ich bleibe noch eine Weile hier, um mit Dressella zu reden. Was nur passiert, dass so ein liebes Pokémon wie du in Rage gerät. Aber sicher trage auch ich die Schuld dafür. Ich konnte dich nicht beschützen und habe zudem die anderen belogen. Sella. Landen die eigentlich auch im Pokédex? Ja, landen sie. Aber heißt das, dass ich Ursaring einfach weiterentwickeln kann? Nur wie? Bekommt einfach Ursaring eine weitere Entwicklung, ne? Habitat ist unbekannt, das ist mir klar. Das heißt aber auch, dass man sie fangen kann. Die Frage ist nur, auch die anderen? Kaumalat habe ich schon gesehen.
Roserade, Roselia. Scheinbar nicht. Die Könige und Königin werden hier nicht eingezeichnet. Vielleicht, weil man auch nicht auf normale Art und Weise mit denen kämpft. Obwohl, doch kämpft man eigentlich. Würde mich halt wirklich interessieren, ob man geht. Sind halt auch neue Pokémon. Wäre schade, wenn nicht. Ich muss jetzt Bericht erstatten. Also Dressella und Axting kann man wahrscheinlich wirklich beeindruckend. Ich habe gesehen, wie ein Licht in den Riss im Raum-Zeitgefüge verschwand. Du hast erneut ein Pokémon in Rage besänftigt, nicht wahr? Das Rätsel darum, was diese Pokémon überhaupt in Rage bringt, ist zwar noch lange nicht gelöst, doch du bist ihnen mutiger gegenübergetreten und hast sie beruhigt. Das ist unglaublich. Jemand wie du könnte die Geschichte von Hisui in eine völlig neue Richtung lenken. Ich hoffe, du bleibst mir auch weiterhin wohlgesinnt, meine himmlische Freundin. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass ich bald fliegen kann. Ach, fliegen sag ich schon. Surfen. Ach, fliegen wäre auch cool. Braucht man dann wirklich fliegen? Das wäre eine neue Art von Fortbewegung in Pokémon. Einfach durch die Lüfte fliegen. Du hast deinen Pokémon-Fang erfolgreich, nicht wahr? Bitte erstatte mir Bericht drüber. Naja, nicht viel gefangen diesmal. Ich hoffe, das waren jetzt nicht. Das war jetzt kein Fehler. Nicht, dass die Punkte vergeudet sind oder so, ne? Ja, das Mädchen, also dank des Duftes meiner Mochi gefunden, was? Die Kartoffelmochi eines erfahrenen Meisters wie mir sind eben ohnegleichen. Dafür solltest du dankbar sein, wenn du heute Abend wieder in den Genuss kommen darfst. Aber solltest du nicht erst einmal den Poko-Gericht erstatten? Das Essen kann warten. Was? Essen kann warten? Seit wann? Ich muss erstmal ihr Bericht erstatten, damit ich Punkte kriege. Lass mich dein Pokédex sehen.
Ich erkenne deinen Fortschritt an. Damit hast du dir einen neuen Mitgliedsrang erarbeitet. Es sind nur noch 6 Sterne. Du bist nun offiziell ein 4-Sterne-Mitglied. Der Galaktik-Expedition. Du kannst nun Zentner-Bälle einsetzen. Zentner? Ab sofort werden die Pokémon bis Level 50 im Kampf geholfen. Zudem fällt die Belohnung für deine Forschungsberichte nun größer aus. Das sollte hier sollst du auch noch bekommen. Diese Anleitungen werden dir sicher von Nutzen sein. Das sind bestimmt diese schweren Bälle. Oh, ein Hypertrank. Das sind bestimmt halt die Schwerbälle in Superform. Herr Bogo, bin zurück. Hier ist es also gelungen, Dressella zu beruhigen. Gute Arbeit. Manchmal bleibt der Galaktik-Expedition nichts anderes übrig, als gegen Pokémon zu kämpfen. Doch auch dann geht es uns in erster Linie darum, eine friedliche neue Heimat zu schaffen. Du kannst halt aus dem Riss im Zeitraum Zeitgefüge herabgefallen und es waren Blitze aus eben jenem Riss, welche die Pokémon in Rage gebrachten. Ich komme nicht umhin, mich zu fragen, ob es da einen Zusammenhang gibt. Um zu beweisen, dass es keinen gibt, müssen wir vielleicht den Riss selbst untersuchen. Ja, den Riss untersuchen klingt gut. So, jetzt ist die Frage, welches ist unser nächstes Ziel? Hier habt ihr eure frischen Kartoffeln, Mochi. Achtung, sie sind noch heiß. Ah, wonderful. So lässt es sich aushalten. Vorzügliche Kartoffelmochi in guter Gesellschaft, die Besprechung der Forschungsergebnisse und dann zufrieden ins Bett fallen. Was will man mehr? Irgendwie läuft jeder Tag gleich ab. Bringt uns das auch wirklich bei unserer Forschung weiter? Oder dabei, uns hier ein Leben aufzubauen? Ach ja, ich wollte dir noch was geben, Rinwell. Diese Teile haben es in sich. Macht euch mal keine Sorgen. Wenn du dir nur vertraust, wirst du deinen Weg finden. Das ist mein Motto. Wir müssen nur Vertrauen haben. Dann werden wir es ganz bestimmt irgendwann schaffen, den Pokédex zu vervollständigen. Am nächsten Tag. Morgen! Ich habe großartige Neuigkeiten, Rinwell. Und jetzt arbeite ich im Friseursalon hier. Endlich kommen alle in den Genuss meiner eigenen authentischen Haarkreationen. Meine Pflichten als Dressellas Wächterin lasse ich dabei natürlich nicht außer Acht. Ich habe nur gern ein zweites Standbein. Besuch mich doch mal im Friseursalon, du wirst deine Haare kaum wiedererkennen. Im positiven Sinne natürlich. Ich bin froh, dass Sava jemanden gefunden hat, der den Friseursalon weiterführt. Expeditionsleiter Denboku, wegen der Sache mit Ursaluna. Wer in Jubeldorf arbeitet, ist ungeachtet seiner Herkunft Teil unserer Gemeinschaft. Ich heiße dich willkommen, Hinatsu. Rinwell, ich gehe zum Strand des Aufbruchs. Folge mir! Was?
Diese Leute hier sind frisch in Hisui angekommen und werden mit uns allen in Jubeldorf leben. Genau wie die Galaktik-Expedition am Strand des Aufbruchs an Land ging, wird auch für euch hier ein neues Leben beginnen. Ich habe gehört, dass es hier in der Hisui-Region nur so von starken und furchterregenden wilden Pokémon wimmelt. Aber die Galaktik-Expedition soll sich ja bestens mit Pokémon auskennen und ihre mysteriösen Kräfte nutzen, um Jubeldorf zu fördern. Das stimmt. Diesen Ruf haben wir wohl Rinwelt hier zuzuschreiben. Sie gehört unserem Forschungstrupp an. Es ist der Zusammenarbeit aller Mitglieder zu verdanken, dass Jubeldorf so prächtig gedeihen und uns als Heimat in Hisui dienen kann. Wir werden helfen, wo wir nur können, Herr Expeditionsleiter. Dank der Pokémon-Untersuchungen des Forschungstrupps vergrößern sich auch die Gebiete, in denen wir sicher operieren können. Das wiederum macht es uns erst möglich, Neuankömmlinge bei uns aufzunehmen. Aber ich muss schon sagen, Rinwell, du magst Pokémon wirklich sehr, nicht wahr? Nicht wirklich. Ja. Viele unserer Mitglieder wurden bereits von Pokémon angefallen. Trotzdem hältst du an deiner Sympathie für sie fest. Ich schätze, das ist eine nötige Eigenschaft für Mitglieder des Forschungstrupps. Vergiss trotz allem nicht, dass Pokémon furchteinflößende Wesen sind. Egal, ob wir nun ein Leben an ihrer Seite führen wollen oder nicht, wir müssen uns mit ihnen auskennen. So wahr ich denn Boku heiße. Wenn es sein muss, werde ich auch drastische Maßnahmen ergreifen, um Jubeldorf und seine Bewunderer zu schützen. Boss, Perla vom Perl-Clan ist hier. Ich denke, ich weiß, worum sie hier ist. Daniel, schau dir selbst an, wie sich Jubeldorf durch die Arbeit des Forschungstrupps stetig verändert. Und komm anschließend in mein Büro. Alles klar, Chef.